Willkommen, liebe Zuschauer. Weiter geht's in der Witcher-Welt. Ich will gar nicht viel schwätzen. Ich habe leider ein paar Tage nicht gesendet. Hatte viel zu tun. Hab's leider nicht geschafft. Und hab aber auch nicht weitergespielt. Also jetzt auch nicht ohne euch. Ihr habt nichts verpasst. Ich habe genau da aufgehört oder mach genau da weiter, wo ich jetzt, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Genau, ich mach genau da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe jetzt auch gerade nicht so den Durchblick. Ich gucke gerade nochmal drüber. Tell the Baron, Sir. Okay, das war die Mission, dieses Ugly Baby Mission. Ich switch euch gleich mal rüber. Ich gucke gerade nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Nicht, dass ich hier irgendwas. Aufnahme futsch. So, da sind wir. Vor diesem, in diesem einen Dorf, wo ich letztes Mal durch die Gegend gerannt bin und gehofft hatte. Jetzt fällt es mir wieder ein, dass hier ein Eingang ist. Zu der Höhle da hinten, weil da hinten sind nämlich Gegner auf der Karte angezeigt, aber die lassen sich irgendwie nicht angreifen. Na, hier sieht man so einen roten Punkt auf der Karte. Ach, da sind sie. Ah, da sind Geister. Dann fangen wir uns doch mal einen Geist. Magic Trap braucht man dafür immer. Die Damen, kommt doch her. Soll ich dich abschießen? Die sind da so ein bisschen gefangen, ne? Wenn ich mal eine Magic Trap mache, kommst du dann her? Ganz freiwillig? Bist doch ein Geist. Kannst doch durch die Wände durch. Ah, guck mal, hier unten geht's rein. Ah, lass mich raten. Das lässt sich auch wegpusten. Ne, das lässt sich nicht. Ich probiere es trotzdem. Siehst du, geht doch. Geht doch. Ich dachte, vielleicht kann ich diese befreien. Nee. Magic Trap rüste ich mal aus und geh da mal unten rein, ne? Die sind auch gar nicht ohne. Komm in meine Falle. Ein Geist weniger. Ja, der da oben, der macht immer nichts. Mal gucken, was gibt's denn hier noch alles? Oh, ein schönes Fässchen. Dwarven Spirit und Water. Immer gerne. Was dampft denn da? Loot. Arrested warrant for the Witcher Gerd. Mhm. Witcher nehme ich immer gerne fest. Nee, Witcher. Ich dachte Witch Hunter. Inkeep Notes und Diagramm. Bursines Steel Sword. Und Bear School Gear. Ah, da kommt der Geist. Ah, ne. Ich dachte gerade, diese Laken hier an der Tür sind der Geist, aber ne. So, eigentlich müsste ich mal noch den Sound ein bisschen leiser machen vom Spiel. Dass, wenn die im Video reden, dass ihr das nicht auch hört. So. Genau, jetzt haben wir hier noch einen Brief eingesammelt. Aber ich war da schon mal vor, ich habe mal wieder Allergie. Die doofe, doofe Allergie. Es könnte sein, dass ich zwischendrin mal niesen muss. Was habe ich vor lauter Niesen? Habe ich vergessen, was ich machen wollte. Stimmt, ich wollte die Briefe lesen. Vielleicht war da ja was Wichtiges drin. Oder ist da was Wichtiges drin? Hier unter Quest Items? Ah, sind sogar beide unter Quest Items gelandet. Dann sind das bestimmt wichtige Briefe. Also habe ich ganz gelesen, mal runterscrollen. Scavenger Hunt, Bear School. Bear? Ich glaube, es heißt Bear. Willkommen, Zuschauer. Da wollte ich ja generell auch hin. Da ist immer noch ein Geist, okay. Ja, natürlich, die habe ich auch nicht besiegt. Die schwebt da in der Luft rum. Kann aber nichts machen, ne? Da, komm doch hierher. Du bist ein Geist, kannst doch durch Wände durch. Pow. Ich kann sie sogar trappen. Getrappt. Du sollst die da anvisieren. Und auch treffen. Ich kann die auch selber ziehen, die Schlauberger. Ah, da ist halt so eine Hitbox bei diesen ganzen Stäben um sie rum. Menno. Ich kann, muss
müsst ihr doch irgendwie treffen können. Yeah, Baby. Kann sein, dass die Magic Trap irgendwann weggeht und dann ziehe ich da nichts mehr ab. Das ist jetzt etwas unschön hier, ne? Ich glaube, ich ziehe nicht mehr so viel ab. So. Das ist wieder meine Magic Trap. Oh fuck, mein R1 klemmt mal wieder. Das hatte ich bei Bloodborne zocken ganz oft, weil man da R1 sehr häufig braucht. Das war sehr, sehr nervig. Ich habe schon überlegt, scheiße. PlayStation noch nicht lange, ich glaube noch nicht mal ein Jahr habe ich die, oder jetzt vielleicht gerade mal ein Jahr. Bist jetzt tot? Oh Mensch. Scheiße, jetzt haut sie irgendwie ab. Scheißdreck. Das ist jetzt gerade nicht so spektakulär hier. Komm hier, Herr Geralt, der zieht auch nicht sein Schwert, ne? Ab. Mensch! Noch ein Schuss. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Das ist mir jetzt zu unspektakulär. Nee, die ganzen Pfeile auch noch verschießen. Ne. Schluss aus. Was gibt's denn so an Quests? Ugly Baby. So, das möchte ich jetzt noch nicht. Ich würde gerne noch ein paar Nebenquests machen. Hier sind nämlich auch noch diverse mit Level 15. Und hier Witcher Contract. Was ist hier? Immerhin Level 18. In Valen. Okay, Reward abholen. Habe ich leider noch nicht gemacht. Das vergesse ich gerne mal. So, hier. Das könnte man machen. Ich schlage aber vor eine von den Level 15 Missionen, dann sind die auch weg. So, einfach hier die ganz große, die ganz oben. So, look for the thieves in the camp. Wie weit ist das? Sehr, sehr weit. Aber wir haben hier gleich einen Signpost. Das ist sehr, sehr praktisch. Ah ja, genau, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ne? Es gibt so ein neues, angeblich nach dem Patch, gibt es so ein neues Walk-Theme. Oder eine Art, den Geralt zu bewegen in den Steuerungen. Und das habe ich irgendwie gehofft, dass das jetzt verfügbar ist. Letztes Mal habe ich schon ausprobiert, das zu aktivieren an andere Steuerungen. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Mist gelesen. Aber ich meine, dass bei Patch 1.07 relativ weit unten, also ich dachte immer, dass ganz oben die wichtigsten Sachen stehen. Nee, aber relativ weit unten stand irgendwas von anderer Steuerungsart für Geralt. Ich kann ja nochmal gucken, ob es da mittlerweile was gibt. Ich hätte es aber mitbekommen, wenn da irgendwie steht, Geralt kann sich jetzt anders bewegen. Ein neues Update installiert. Nee, ne? Das ist alles wie vorher auch. Controller schieben, kann man auch nichts. Kann man auch nicht wechseln. Ne. So, und jetzt haben wir es noch. Auch einige Schritte zu laufen. Oder... Oh, mein Pferd landet auf dem Haus. Geil. Komm her. Roach. Run, Roach. Oder wie es im Deutschen so schön heißt Plötze. Ja, es hört sich irgendwie Plötze... Was ist das für ein Name? Da kommt mir die Plötze hoch. Keine Ahnung. Naja gut, ich hab schon mit anderen darüber geschrieben. Klar, das ist der Name aus dem deutschen Buch. Kann aber trotzdem scheiße sein. Nur weil der Name nicht automatisch im Buch steht, ist er nicht automatisch gut. Ja, sieht man mal wieder. Oh, was geht denn hier ab? Komm, steig ab. Das finde ich manchmal ein bisschen nervig. So im Kampf steigt er gerne mal nicht ab vom Pferd. Und das Pferd... Na egal. Kämpft. Genau, das ist nämlich auch... Ist doch nichts Neues, dass die Synchronisation gerne mal scheiße ist. Da werden auch die Namen manchmal beschissen übersetzt. Oh, weg hier. So, vielleicht mal ein bisschen Energie nehmen.
Heal nehme ich noch. Ein bisschen Power. Aua. Ich hab doch zuerst... Aua! Das sind richtig viele. Man muss aufpassen, dass die nicht alle auf einmal attackieren. Autsch. Autsch. Autschi, autschi, autsch. Gleich noch ein Swallow hinterher. Die heißt noch nicht Drowner, obwohl die so aussehen. Ich kann es aber nicht lesen. Oh! Den habe ich übersehen. Lass mein Pferd in Ruhe. Aua, aua, aua. Fuck, 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 fuck. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Die sind alle viel zu stark. So, das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt nochmal Energie nehme, bin ich vielleicht fast vergiftet. Nein, bin ich nicht. Boah. Ich würde doch nur deinen fackelnden Kumpel ein bisschen aufschlitzen. Fuck, immer wenn man R2 drückt, um Feuer zu machen, das geht nicht, kann man in dem Moment auszuweichen. Die sind richtig hart. Oh. Jetzt bin ich gleich mal wieder wach geworden nach dem epischen Fight. Fight, das wäre wahrscheinlich viel leichter gewesen. Hätte ich besser gewesen wäre. So, da kommen die drei Dorfbewohner wieder zurück. Das freut mich. Und Geralt sieht ein bisschen fertig aus im Gesicht. Was ist denn los mit dir, Geralt? Wegen dem Vergiftetsein oder wie? Ja, so wie es aussieht, einfach mal eine Nebenmission gemacht. Ohne sie vorher anzunehmen. Jetzt kann ich hier in aller Ruhe meditieren. Das Dorf ist ja befreit. Da kommen keine komischen Drowner 2 mehr. Ich kann sie wenigstens mal looten. Was haben sie denn? Was will ich mit Monster Heart oder Monster Hair? Ja, komm, könnt ihr behalten. Eure Ohren und Haaren. I am Tuckered. So, gleich mal das Schwert verbessert. Und hier ist ein Händler. Was hat er denn zu verkaufen? Ja, aufs Dach wollte ich jetzt gar nicht drauf. Oh Gott, egal, wenn du da runter springst, brichst du dir alle Beine. Oh nein, Geralt, ich will noch springen. Okay, erstmal noch was essen. Ich habe ja so viel Zeug, meine ich. Ich habe zwar auch viel dem Werwolf gegeben, aber ein bisschen hier, guck mal hier, Schinken-Sandwich. Consume und dann nehme ich noch, trinke ich noch ein Schlückchen Wasser hinterher. Habe ich gar nicht mehr so viel, egal. Daran soll es nicht liegen. Steel sizzling, sparks glistening. Ancient runes in the blade. Listening. Nah. What brings it to me? Wouldn't mind a look at your wares. Was hast du denn zu verkaufen? Na, der hat ganz schön viel Krempel. Diagramme hat er und diverse. Aber das ist mir jetzt zu umständlich, alle durchzugucken. Selten haben die richtig geile Diagramme. Da hat er irgendwas, was ich nicht tragen kann. Das geht aber gar nicht. Ah, die Gauntlets. Die kann ich ab Level 21 tragen. Werde ich aber nicht machen, weil ich erstmal noch ein bisschen mit meiner Rüstung bleibe. Schade, aber es wäre geil, wenn mein Mikrofon gar nicht an wäre. Aber es ist an, oder? Ja, ich sehe es am Ausschlag. Es ist an. Nee, okay, also vielleicht kann ich ihm was verkaufen. Mein Schwert, was ich noch nicht tragen kann. Nee. Also hier, falls ihr euch mal gefragt habt, warum ich diese ganzen Trophäen aufhebe. Das hat schon einen gewissen Grund. Das sind nämlich meine Trophäen. Ja, einfach nur aus dem Grund. Also es sind meine Trophäen und ich wollte meine Trophäen doch irgendwie auch aufheben. Farewell. Um am Ende des Spiels sagen zu können, die habe ich alle gekillt. So, Mount. Genau, ich habe ja jetzt schon angekündigt diverse Male, dass ich demnächst ein Portal-Event machen will, also einfach ein paar Stunden am Stück Portal zocken will. Jetzt müsste ich mal ganz kurz stehen bleiben, überlegen, was ich sage. Und
Genau, das findet auch statt. Nur, ihr habt es jetzt auch mitbekommen, ich habe jetzt auch gerade kein Witcher mehr gespielt, weil, oder bei Twitch übertragen, weil ich einfach sau viel zu tun habe und mal gucken, wann ich das Video drehe. Ich habe mir eine neue Kamera bestellt und wenn die da ist, werde ich mir meine dritte Videokamera jetzt endlich. Also ich habe jetzt die letzte Kamera, habe ich jetzt auch schon boah, 6, 7 Jahre, ich weiß es gar nicht, vielleicht sogar noch länger. Die ist schon ein bisschen älter und jetzt kommt mal was Neues daher und wenn die da ist, dann will ich drehen. Aber das Problem ist, dass ich dann demnächst auch noch einen anderen Dreh habe, den ich auch noch machen muss. Und der geht vor, weil dafür gibt es Kohle und das andere ist nur Spaß. Mal gucken. Wenn ich Portal drehe, vielleicht am liebsten. Also, ich habe gehört, dass die eventuell sogar morgen kommt, die Kamera. Vielleicht könnte ich morgen schon drehen. Mal gucken. Wochenende drauf könnte ich auch. Also, vielleicht das Wochenende drauf. Mal schauen. Genau. Und deswegen gucke ich, dass ich Witcher irgendwie bald fertig kriege. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Es ist ja, wie gesagt, schon. Es ist okay, wenn ich jetzt mal langsam das Spiel abschließe. Aber es fällt mir so schwer. Es fällt mir so schwer. Es ist so ein schönes Spiel. Ich gebe so ungern Dinge auf. Bei anderen Spielen, die dann irgendwie 10, 15 Stunden gehen, da merkt man es gar nicht und zack, ist es rum. Aber bei Witcher habe ich mich jetzt schon so eingespielt. So. Jetzt müssen wir hier nach dem Thief's Camp gucken. That's it, Roach. Aber es ist natürlich mit Plötze vielleicht nicht ganz so einfach, oder? Komm, wir steigen mal ab. Sag ich selber Plötze. Also ich meine, Roach ist auch nicht der allerschönste Name für ein Pferd. Aber, ich weiß nicht. Klingt irgendwie besser. Es ist aber auch negativ belastet, weil Roach ist ja eine Kakerlake. Natürlich auch nicht so schön. So, in der Nähe vom Obelisken, da wo ganz viele Leute auch schon Sachen hingelegt haben. So als kleiner Altar, in dem Fall ein großer Altar. Die glauben wohl, der heilige Obelisk hat, weiß ich nicht, Superkräfte. So, in der Nähe von diesem Obelisken gibt es das Bandit Camp. Guck mal, da haben wir es schon. Die fühlen sich auch gleich angesprochen, ne? Da, kennst du das, ne? Der kommt gleich her und will mich angreifen. Oh fuck, Geralt, du musst deine Waffe ziehen. Ah, du hast ganz anderes gegen Menschen zu kämpfen, ne? Hä? Ach, fuck. Zwei auf einmal auch noch. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterjump. Komm. Boah, der schlägt mir in den Rücken. Immerhin, der hat ganz wenig Energie nur noch. Und jetzt kriegt er die Restsicht abgezogen, ne? Aber die sind leichter, die Menschen in dem Fall, als die Drowner vorhin. Weil die nicht so schnell attackieren. Er greift doch an. Manchmal ein bisschen schlecht die KI, dass die nicht angreifen. Ich springe mal da runter den Berg. Oh. Immerhin habe ich den Kopf abgeschlagen im Hintergrund. So, und du kriegst jetzt noch ein paar Pfeilchen von mir ab. Critical Hit. Ist er sauer? In das Bäuchlein rein. Und tot ist er. Was hat der dabei? Oh ja, hier. Holz brauche ich eigentlich nur, um neue Öle herzustellen. Das Journal nehmen wir auch mal mit. Ja, ich habe zum Beispiel von diesem School Gear Hunt habe ich irgendwie noch nie was gemacht. Ich habe noch nicht Bear School Gear geholt. Cat School, gar nichts irgendwie. Und ich würde voll gerne mal hier Bear School Zeugs holen, weil ich bin doch hier voll der Bär, Mann. Ich gehe eigentlich auf Tank. Deswegen würde ich schon gerne die ganzen Bear School Sachen holen. Wo steht's? Cat. Griffin. Griffin. Cat. Ich habe da vorhin was mit Bär eingesammelt. Da. Find all the diagrams. Okay. Search the ruins for Fort. Ah ja, gut, ich brauche halt noch ein paar Diagramme. Aber ich könnte trotzdem. Was haben wir denn hier bei Cat School? Ah, ist ab Level 23 zu empfehlen. Und das ist ab Level 20. Griffin ist ab Level 18. Und hier ist nochmal. Ah, das ist noch was anderes. Nur wir gerade. Aber hier, das hier muss ich ja mal demnächst machen. Vielleicht finde ich ja dann noch mehr Diagramme. Vielleicht mache ich das auch jetzt. Ist ein bisschen hart, nur vom Level. So gerade an dem Level, an dem ich bin.
was ich ja eigentlich sonst so vermeide. Okay, jetzt sind hier zwei Markierungen auf der Karte. Ich kann mir aussuchen, wo ich zuerst hin möchte. Einmal hier hin, da gibt es schon einen Wegweiser. Und einmal... Ne. Das zweite zeigt er mir gar nicht an, okay. Und komisch, dass ich jetzt beim Bandit Camp... Oh, habe ich die Mission eigentlich abgeschlossen? Oh mein Gott, ich bin so schnell. Genau, die muss ich erstmal abschließen, die Mission. Bevor ich die nächste beginne. So. Gelesen habe ich's. Okay, jetzt gibt's ein neues Ziel. Da geht's weiter. Beim alten Fort. Im alten Fort. Die haben so noch ein bisschen Sachen zu looten. Dwarven Spirit immer mitnehmen. Oh, scheiße. Kribbeln in der Nase steigt. Ja, an aus. Braucht man nicht. Die fünfte Essenz. Die weiß ich nicht, wozu ich die brauche. Ich habe mal ganz kurz, leider die armen Twitcher mussten mich jetzt niesen hören, aber die YouTuber nicht. Ich habe mich extra weggeschaltet und Mikro ausgemacht. So, hier ist eine dicke Kiste. Einfach mal alles mitnehmen. Mache ich immer gerne bei Kisten, wo viel drin ist. Nehme ich einfach alles mit. Also neues Ziel. Die Thief Camp hat leider keinen Signpost. Sogar der Obelisk hier nicht. Ist doch ein ganz wichtiger Ort. Da will man doch oft hin, um seine Gaben niederzulegen. Seine Opfergaben. Vielleicht muss ich ein bisschen weiterlaufen. Und hier gibt es irgendwo einen Signpost. Da gibt es einen Enemy. Auf jeden Fall mal. Vielleicht ein weggelaufener D.O. und Bär. Bären sind irgendwie nicht so schwer. Komm her, Bär. Au, fuck. Falsche Taste gedrückt. Ist gerade ein bisschen geflasht. Mit Bären kann man nämlich relativ gut, aua, umhauen. Oh, oh, oh. Schon wieder. Bärenklaue abgekriegt. Ein Feuer finden die halt auch überhaupt nicht toll. Tut mir leid, Bär. Ich nehme noch nicht mal dein Zeug mit. Raw Meat vielleicht, komm. Dann habe ich dich nicht ganz umsonst getötet. Und was ist hier los? Da sehe ich irgendwelche Mauern auf der Karte eingezeichnet. Aber hier gibt's nichts, ne? Oh. What the fuck? Den habe ich noch nie gesehen. Muss mal ganz kurz Energie nehmen. WTF. Wird mal ganz schnell gespeichert. Und dann attackiert. Da. Was hältst du von dem Pfeil? Scheiße, der ist. Splitboat, warum habe ich denn Splitboat? Wie heißt der? Jetzt steckt er seine Waffe wieder rein. Was ist das denn? Autsch. Autschi, Bumbautschi, der zieht. Oh, der hält richtig viel aus, kann das sein? Aber irgendwie zieht mir der nicht so viel ab. Cyclops! Ah, ich hab's doch richtig gelesen. Jetzt kann man ihn leider nicht von vorne sehen. Der hat nur ein Auge. Was ist mit dem los hier? Der Broken Card, der hat wohl hier irgendwelche Leute attackiert. Blood hasn't even dried.
Blut ist noch nicht getrocknet. Wasn't a fair fight. Didn't stand a chance. Ja, wenn da so ein Cyclops kommt, das ist natürlich kein fairer Kampf, das stimmt. Doppelt so groß. Dreimal so breit. So, wo ist denn hier die nächste Spur? Da ist ein Büschchen, da ist noch ein Gegner. Und hier ist eine rote Spur. Ground splattered with blood for a few feet around. Da hinten ist schon der nächste Gegner. Hoffentlich nicht noch so ein Cyclops. Another track. Habe ich noch mal kurz was essen, bevor wir wieder angegriffen werden. Energie einmal voll machen, bitte. Was ist das hier? Was ist das für ein Gegner? Ghoul, Level 19. Nicht unbedingt ungefährlich. Da war ein Level 9 dabei, der war jetzt nicht das Problem. Der heilt sich, so wie es aussieht. Ja, dann versuch dich mal zu heilen, während du den Kopf abgeschlagen kriegst. Ja, lieber Zuschauer, es tut mir wirklich leid, aber ich werde die Kommentare nicht lesen können, weil ich sonst die ganze Zeit neben mir einen Laptop haben muss, der an sein muss. Und dann komme ich gar nicht mehr richtig zum Spielen, wenn ich die ganze Zeit Kommentare lese. Das wäre zwar voll cool, dass ich mal so ein bisschen eure Nachrichten mitkriege, eure Tipps, Hinweise, aber ja, wie gesagt, da müsste ich die ganze Zeit, da müsste ich noch was aufbauen. Ich bin eh schon jedes Mal irgendwie 10 Minuten am Aufbauen, wenn ich ein Let's Play mache. Es kommt vielleicht in der Zukunft. Dann nehme ich mir auch noch mehr Zeit für euch, für eure Kommentare. Aber das ist jetzt zurzeit noch ein bisschen zu viel für mich. Auch wenn es mehr Kommentare wären. Es werden immer so pro Let's Play meistens ein Kommentar. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Dafür baue ich jetzt nicht nur einen Laptop auf. Aber ich sehe es. Und ich freue mich darüber, dass ihr immer wieder mir versucht, Tipps zu geben. Oder ich weiß es nicht, was ihr. Weiß ja nicht, was jetzt da geschrieben wurde. So, jetzt muss ich den Brief nach Kaer Trolde bringen. Trolde. Das ist wo auf der Karte? Wahrscheinlich wieder in Wellen, oder? Ach, das ist diese Burg da oben. Ah, okay. Was ist mit der anderen Mission, die ich angefangen hatte? Ah, okay. Ja, machen wir jetzt die vielleicht gar nicht weiter, weil es auch eine Level 17 Mission. Treffe ich bestimmt gleich auf komische Gegner. Hä? Da steht Skellige, aber oben steht Collect your reward from the pawn shop in Novigrad. The last wish. Wo ist denn jetzt die Mission hin? Ist die... Ja, genau. Das ist die Mission, die ich vorhin angefangen hatte. Und da geht's auch weiter. Also übrigens, wenn ihr bei YouTube bei meinen Videos Kommentare schreibt, das ist, wenn ihr natürlich mir einen Tipp geben wollt, wie ich jetzt gerade weiterkomme, bringt euch das nichts. Oder wenn ihr mich lenken wollt und sagt, hey, macht mal das oder weiß ich nicht, tu mal dieses. In dem Moment bringt es natürlich nichts, aber generell YouTube-Kommentare lese ich natürlich. Natürlich. Und beantworte auch jedes. Also da gibt es bis jetzt auch noch nicht so viele Kommentare, die ich bekommen habe. Aber gerne bei YouTube bei meinen Videos was schreiben, wenn das jetzt was bringt. Lieber Kommentarschreiber oder lieber Chatschreiber. So, ich habe schon wieder nicht aufgepasst, wo ich lang muss. Hier gleich abbiegen. Ne, den Weg noch lang, aber dann bei der nächsten Kreuzung rechts. So, und hier rechts. Oh, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Not so fast, Roach. Ganz viele Pferde.
You can come out. They're dead. Ah, sorry. Mikrofon oben gehabt. Who are they? Bandits. Madman Lugos's man. And who are you, my good man? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Thanks for your aid. If you'd not come by, we'd have been done for. Lugos will wonder what happened to his men. What'll you do? Don't worry about us. Send my boy off to Caer Trolde, hasty like. The Earl's not like to let Lugos off. You best watch your own back. Lugos finds out, he'll try to get even. Think I'll manage. Good luck. Ich habe schon mal XP bekommen. Ich dachte, da steht jetzt Quests complete. Nein, ich muss jetzt erst noch zu Caer Trolde gehen und da was abholen. Hinbringen, weiß ich nicht. Irgendwas mit seinem Sohn, habe ich auch verstanden. What? Ja, Kendall. Oh, jetzt rutscht mir gleich mein Taschentuch runter. Das brauche ich vielleicht nachher nochmal. Diverse Dinge. Brad, komm. Behalt dein Zeug. Und eine Goose. Mehrere Gooses. Ach ja, ist das nervig, Allergie zu haben. Besonders wenn man dabei reden will und die Leute nicht mit der hässlichen Nasenstimme nerven will. Aber durch dieses Mikrofon, was ich habe, ist generell schon, klinge ich eh schon eher so, als würde ich näseln. Und durch das, durch die Allergie, durch die verstopfte Nase ist es natürlich dann nochmal krasser. Oh, und jetzt juckt meine Nase, die juckt jetzt außen, juckt es. Oh. So, wo ist denn hier das Ziel? Da. Ja, die haben gerade in den Tipps geschrieben, versuche eine Kombination aus schnellen, langsamen und Attacken zu machen und deinen Sign zu benutzen. Also schon eine schöne Kombi daraus. Das mache ich natürlich ständig. Kombiniere die ganze Zeit schnelle, langsame Attacke und Feuer. Eigentlich mache ich lieber erst Feuer und dann angreifen. Dann sind die nämlich immer so ein bisschen geflasht. Come on. Und findet ihr nicht auch, dass es viel zu dunkel in dem Spiel ist? Es wird Zeit, dass Tag wird. Da. Super, die Sonne scheint. Ja, was hier jetzt gerade nicht der Fall ist, ne? Ich hatte eigentlich gedacht, Wetter wird jetzt irgendwie heute richtig toll. Wir haben heute Freitag. Angeblich wurden irgendwie 37 Grad angekündigt. Ich dachte schon, ich muss mich wieder auf Todesschwitzen einstellen. Aber bis jetzt, ja, jetzt dunkelt sich gerade wieder ab. Zieht sich zu, hat vorhin auch geregnet. Wow. Nicht ins Wasser springen. Da ist ein Schmied. Ein Armorer, eher gesagt. Was hat der denn so alles? Hat er so ein richtiges Geschäft? Cool. How are things? Business good? Why wouldn't it be? Seeing as I make the best arms in the Isles. Just look. Iron ore from the bowels of Mount Ardfand, where giants once tore up the earth. Then my forge fire, blazing unbroken for 6 generations, its care passed from father to son. And every day, come dawn, Hara, my youngest, she pricks her finger and squeezes a drop of her blood into the water I use to temper the blades. Irgendwas hat er mir erzählt, ich habe irgendwie erst verstanden, dass er jemand immer den Jüngsten holt, aber nee.
Seine Jüngste, glaube ich, seine Tochter. Irgendwas hat er von der hat er erzählt. Okay, keine Karten. Die nehme ich ja immer gerne mit. Was ist mit Repair-Kits? Habe ich da noch genug? Ich glaube, ich habe auch vorhin wieder welche eingesammelt. Ja, das passt. Gibt es denn irgendwas? Erstmal reparieren. Reparieren wir einfach mein ganzes Zeug. So, gibt es irgendwas? Remove Upgrade. Ne, das wollte ich alles nicht. Ich wollte eigentlich Crafting. Was gibt es denn zu craften? Guck mal hier, Precision Bolt, Split Bolt. Okay, will ich beides eigentlich nicht. Will eigentlich den Explosionsbolt wieder haben. Den mache ich mir jetzt. Da brauche ich, dieses Pulver. Ah. Das ist jetzt die Frage, ob er das überhaupt hat. Weil der letzte, bei dem ich den machen wollte, der hatte das gar nicht. So eine Art Schwarzpulver, ne? Das kriege ich vielleicht bei anderen Leuten. Vielleicht bei einem Herbalist oder so. Muss ich mal drauf achten, wenn ich bei einem bin. Ob der dieses Schwarzpulver hat. Schade, schade. Die haben mir echt gut gefallen, die Explosionspfeile. Ne? Wie heißt das Zeug? Serikanian Powder. Kann ich nicht rein zufällig selber erstellen, oder? Wäre natürlich super. Wow! Ich kann es wirklich selber herstellen. Was fehlt mir da? Fehlt mir ein anderes Powder. Salpeter. Okay, das kriege ich dann wahrscheinlich nicht von ihm, weil er ist kein, kein Herbalist. Und ich hätte es vorhin schon entdeckt, weil es ist nämlich auch so eine Art schwarzes Pulver. Ne. Der hat kein Salpeter im Angebot. Das ist natürlich schade. Können wir keine Explosionspfeile machen. Menno. Andere Pfeile? Exploding, Broadhead, Bolt. Was machen die denn? Oder die hier einfach mal herstellen? Weil die ich jetzt habe, die Split Bolt, finde ich nicht so geil. Machen wir die hier. Da haben wir noch von allem. Naja, auf jeden Fall kann ich es einmal herstellen. Dann fehlt mir jetzt hier oben rechts. Timber und Feather. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie Timber aussieht. Auf jeden Fall hat er Feathers. Nehmen wir mal alle. Und das ist. Ne, das ist Coal. Wie sah nochmal Timber aus? Ich weiß, Timber ist eigentlich Holz, ne? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Das ist also Timber, ja? Hat er Timber? Da ist doch Timber, oder? Yeah, dreimal. Ah, das reicht leider nicht, um noch eine Ladung zu machen. Immerhin habe ich jetzt eine Ladung neue Pfeile. Und was gibt es für ein Schwert dann? Gibt es da irgendwas Cooles? Wow. Level 26 und ich brauche einen Master. Master Schmied. Level plus 75. Nice. Journeyman Schmied. Was ist das hier? Level 37. Ich weiß nicht, ob ich so lange spielen werde, dass ich dieses Level überhaupt erreiche. Aber es ist doch schön, dass es immer noch Sachen gibt, die man erst ab Level 35, 40 machen kann. Nee, also ich mache jetzt, lasse euch jetzt nicht noch Gwent zugucken. So long. Smooth sailing. Obwohl ich das ja sehr, sehr gerne spiele. Aber nee, quäle ich euch jetzt nicht mehr. Es kann ja gut sein, dass auch einige dabei sind, die sagen, boah, Gwent, voll das geile Spiel. Nur deswegen gucke ich dir mal kurz zu. Okay, die Treppe kommt nicht hoch. Go, go. Ich bin immer noch bei dieser Thieves-Mission, ne? Da geht's jetzt auch weiter.
That's it, Roach. Da ist es schon. Das sieht auch nach einem Fort aus. Oder einem Fort, Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich den Satz Tebit gesprochen. Das ist ein Fort, nicht ein Fort. Nicht wie das Auto. Ich denke mal, es sind ein paar Diebe, ne? Wenn die dann ein ganzes Fort für sich haben. Oh. Und dann noch ein Monsternest hier. Bad idea. Ich muss von Split Bowl auf die schießen, treffe ich immer mehrere auf einmal. Ah, ich schieße die jetzt nicht, komm, dann habe ich sie weg. Noch ein. Kopf ab. Au, scheiße, gerade mal geguckt, ob ich Feuer machen kann. Zer ohne Arm kämpft sich schlecht. Autsch. Was willst du denn mit deinem Strich Energie? Jetzt sterb endlich. Was, dass ich nicht sterbe? Das Feuer hat ihn jetzt geflasht. Zack. Ganz tolles Schwert jetzt in dieser Mission. Aber erstmal noch das Monsternest zerstören. Harpies got their nest here. Weg damit. Wo ist es? Ach, da. Gerne kommen dann auch noch Gegner, nachdem man das Nest ausgelöscht hat. Aber es gibt auch gerne dann noch was da drin. Harpy heißen die, okay. Nimm mal alles mit. So, und hier soll jetzt das Schwert sein. Die Markierung zeigt auch exakt an eine Stelle. Nämlich genau hier. Ha! Ich hab's. So. Nee, falsch. Auch nicht. Ich wollte ins Inventory. Mal gucken, was habe ich denn da überhaupt für ein Schwert eingesammelt? Ist das was ganz Tolles? Mhm. Hat wohl genauso viel Schaden wie das Schwert, was ich gerade trage. Precision Bolt, wollen wir mal gleich ausrüsten. Also kein Schwert eingesammelt, was jetzt irgendwie stärker ist als das, was ich habe. Also kann ich das getrost wieder abgeben. Was gibt es denn eigentlich hier noch in diesem Fort? Ist denn, guck mal, da ist ja so ein richtiger Eingang, oder? Der ist kaputt, okay. Ist alles zusammen eingestürzt da drin, ne? Ach ja. Es macht richtig Spaß, diese Let's Plays zu machen. Das ist irgendwie auch immer so eine gewisse Aufgabe für mich. Weil oft ist es so, wenn ich viel zu tun habe, dann schocke ich einfach gar nicht weiter, weil es geht einfach nicht von der Zeit her. Ach, ich muss den Brief lesen. Aber so mit den Let's Plays, ich sage auch immer, ich mache um 12.30 Uhr eine Übertragung. Also ein-, zweimal die Woche sollte es dann schon klappen. Und dann, weiß ich nicht, ist es nochmal mehr mit Motivation dahinter, dass ich jetzt überhaupt spiele. Da freue ich mich immer drauf. Immer auf diese Let's Plays. Das ist auch sehr, sehr entspannt. Das ist auch ein bisschen fordernd, weil man ja nicht alleine spielt. Versucht ja auch die Leute zu unterhalten. Aber es ist einfach sehr schön entspannend auch. Ah, durch diese schöne Landschaft reiten, mit ein paar Tasten auf dem Gamepad Erfolge erreichen. Viel einfacher als im echten Leben. Bin ich falsch? Ach, ja, du sollst mich doch auch eigentlich zu einem Signpost führen. Jetzt bin ich hier fast schon bei einem neuen Dorf angekommen. Ach, da war ich schon, ne? Aber hier ist auch ein Signpost, ne? Dann steuern wir den doch an. Wo war der nochmal? Okay, hier rechts.
Erstmal die. Soll ich wirklich mir wieder alle Nebenmissionen mit? Ne, ich nehme jetzt alle Nebenmissionen mit. Ich nehme alle. Wie heißen sie? Schwarzen Bretter, die es so gibt in den Dörfern. Da gehe ich immer hin. Bin ich jetzt falsch? Bin falsch, ne? Ah. Fuck. Ging's da jetzt irgendwie den Fluss lang oder wie? Da, ne? Da geht's zum Dorf. Wuff, wuff. Ah, ein neues Dorf, ein neuer Signpost. Yay. Genau, schwarzes Brett, das heißt Notice Boards. Slow now. Da steht auch schon einer vorne dran und wenn wir die ganzen Aufgaben wegnehmen. Geh weg, ich hol mir die jetzt. Ja, das passiert mir sehr oft, dass ich dann am Ende nochmal drüber kletter, weil ich mit Kreis raus will. Contract Dragon. Oh yeah. Level 28. Nice. Gibt's einen Drachen zu bekämpfen. Obwohl die Drachen finde ich in dem Spiel nicht so schön aussehen irgendwie. Da fehlt mir das Majestätische, das Gigantische. Dann reisen wir zum Druids Camp. Am nächsten von unserem Ziel. Ich nutze die Come on now. Wind's howling. Would you like to buy something for... Maybe. Ah, fuck. Es tut mir so leid. Oh, ich vergesse es jedes Mal nach dem nächsten Mal, mein Mikrofon runterzumachen. Oh, eine Chaos-Folge. Scheiße. Zweimal jetzt schon den Ton, euch vom Ton beraubt. Sorry. So, ich wollte gucken, ob ich diesen White Honey Trank herstellen kann. Und dafür brauche ich diese Pflanze. Ich brauche den wahrscheinlich nie, diesen White Honey Trank. Also der ist dafür da, um die ganzen Wirkungen der anderen Tränke zu neutralisieren. Und ich will einfach nur mal haben. Ich hab den schon. Okay. Dann machen wir nichts und können aber demnächst dann die Explosionspfeile herstellen. Stimmt, hier wollte ich hin zum Beamen, oder? Hier habe ich mich hingebeamt. Und ab geht's zum 480 Schritten entfernten Ziel. Ne, da gehen wir jetzt gar nicht hin. Den lassen wir sein, den Gegner da hinten. Auch wenn ich den meines Wissens noch nie gesehen habe. Wo ist denn die Stamina eigentlich von Roach? Wird die gar nicht angezeigt. Jetzt kommt sie wieder.
Not so fast, Roach. So, da sind richtig viele Gegner. Ja. Bewegen sich sogar auf mich zu, kann das sein? White Whoop. Aber ich lasse euch wie immer am Leben, Wölfe. Auch wenn ihr mit mir kämpfen wollt. Ich werde es nicht tun. Ach, der Weg, der hat hier so Lücken. Der weist Lücken auf. Pferd, beweg dich. Könnt ihr jetzt nicht einfach stehen bleiben? Was ist mit dem hier los? Mist, ich hätte hier rechts gemusst, ne? War doch richtig gewesen. Lass mal den Herren da mal stehen. Da ist schon wieder eine Nebenmission. Das Pferd kann er natürlich nicht runter. Faster. You're not growing any younger, Grimus. You must pass your knowledge on. Der will nicht mit mir reden. Das ist eine Höhle. Ein Druid, der eine Nebenmission hat, die ich jetzt wohl schon bekommen habe. Oder? Ja, er hat immer noch ein Ausrufezeichen über sich. Yes? What do you seek? Kind old geezer I just saw you talking to. Who was he? Oh, jetzt kommt die Sonne wieder. Grimmest. An exceptional alchemist, but a stubborn main ass. Well, been around sorceress is my share. Long enough to know that with great enlightenment comes even greater arrogance. But sorceresses welcome apprentices, am I right? Not Grimmest. So many formulae in that head. So many methods of ingesting and absorbing lethal toxins. But he'd rather take them to the grave than share. Maybe he'll make an exception. Share them with me. As likely as mistletoe sprouting from right here. Praktikum in Advanced Alchemy. Das ist natürlich nicht verkehrt, wenn ich da ein Praktikum mache. Wenn ich in Alchemie will ich mich schon besser werden. Der verkauft Alchemie-Zeugs. Und hier ist eine Höhle. Spooky. Da wohnt jemand in der Höhle, okay. Guten Tag. Jemand zu Hause? Offensichtlich nicht. Und noch nichts zum Ausrauben. Gar nichts. Dann lassen wir die Höhle mal Höhle sein. Und reiten weiter zur Mission. Um da vielleicht heute noch anzukommen, hey, ja, bevor mein Let's Play zu Ende ist. Ich bin mir immer so unsicher mit den Wegen. Ja, das ist der richtige Weg. Ab ins Thief Camp. Oh, ins Bandit Camp. Zum Abschluss noch ein kleiner Fight. Ich glaube, das ist gar nicht so klein. Au! Was auch gut ist, auf den Moment warten, wenn die ausholen und dann selber schlagen. Ist natürlich immer sehr gefährlich, weil die können dann einen auch treffen. Sollen wir mal einen Precision Bolt ausprobieren? Der zieht gut was ab, ne? Brauchst dich auch gar nicht hinter deinem Kumpel zu verstecken. Dich kill ich jetzt mal ganz schnell, weil du bist schön angefrackt. Und wieder einen Signpost entdeckt. Das ist so cool im Spiel. Ich habe es schon relativ früh mal in einem Let's Play gesagt. Ich finde das voll cool, dass man nicht einfach zack von überall aus auf der Karte reisen kann. Also ich kann jetzt nicht von hier zack dahin springen, sondern ich muss erst zu so einem Ding hier gehen. Und deswegen sind die auch sehr kostbar. Weil erst wenn man das Spiel erkundet, kann man auch schnell irgendwo hinspringen. Und hier... ganz bombastisch liegt ein dicker Wal, Mann, oder? Wow. Da quillen die Gedärme raus, die riesen Walgedärme. Boah, krass sieht das aus, Mann. Und hier liegen auch ganz viele Skelette rum von anderen Walen. Die Armen. Na gut, die werden aber bestimmt nicht ohne Grund gekillt, sondern die wollen bestimmt, verwerten alles von denen, also die... Das ist keine krasse Wahlkill-Industrie, sondern die brauchen die einfach nur zum Leben. Hier.
voll das gigantische Teil und... Aua! Ah, da sind noch Bandits da hinten. Das Lager noch gar nicht geklärt. Zack, ausgenockt. Du mit deinem Schild. Das ist mal schön. Ich dachte, irgendwann hau ich dich aus der Hand. Aua. Ich habe gehört, dass wenn man lang genug schlägt, dann geht irgendwann die Ausdauer weg und dann lässt das Schild fallen. Ne, bei dem nicht. Aber ich könnte ihn ja mal versuchen, ins Wasser zu stoßen. Passiert nicht. Okay, dann. Mal mit parieren. Komm her. Ach, voll pariert. Du nervst mit deinem Scheißschild. Und Feuer macht ja auch nichts aus, oder wie? Boah, Nervensäge mit deinem Scheißschild. Ja. Weiter liegen hier Skelettteile rum. Von. Ach, da sind noch mehr Bandits oder wie? Von Walen. Da hinten ist noch ein Wal. Krass, Mann. Voll geil. Hm? Hm? Ob das der eine sich nicht zu stark an mich nähert? Hm? Wie findest du das? Schwingt schon mal seine Axt. Ihr solltet halt auch nicht immer ohne Klamotten rumlaufen, ne? Dann kriegt man mal schnell so einen Schnitt ab. Feuer tut dann noch mehr weh. So, du mit deinem scheiß Schild. Hm? In den Rücken rein, so. Da bringt dir dein Schild nämlich gar nichts. Lass mich raten, da ist wieder jemand gefangen und da brauche ich einen Schlüssel für. Das muss ich erstmal alle Diebe durchsuchen. Oder was ist hier? Hä? Hier ist doch irgendwas. Hier ist irgendeine weiße Markierung auf der Karte. Es ist diese Truhe hier, oder wie? Ja, ne? Jetzt ist es grau geworden, das Symbol. So, und ich muss immer noch das Thief Camp durchsuchen. Es steht Thief Camp, ne? Nicht Bandit Camp. Aber das eine, das andere nicht aufhebt. Da hinten fliegen noch Leichenteile durch die Gegend. Hier ist wieder exakt markiert, wo das Schwert liegt, nämlich bei dem hier. Ne? Dann bei dem hier. Jetzt. Ah, da war noch eine Note. Journal. Return ist meine Aufgabe. Das machen wir doch jetzt. Dann ist die Quest vielleicht sogar noch abgeschlossen in diesem Let's Play. Weil eigentlich ist die Zeit jetzt rum. Oder? Habe ich um 36 angefangen oder habe ich früher angefangen? Also hier steht fast eine Stunde. Noch 15 Sekunden, dann ist eine Stunde rum. Dann machen wir doch jetzt mal ganz schnell hier die Mission zu Ende. Warten, bis die Minimap sich geladen hat. Und da geht's halt da hoch, ne? Das ist natürlich nicht super einfach, da hinzukommen. Wie war das nochmal? Ich vergesse das immer. Vielleicht den Weg einfach folgen. Der Markierung auf der Karte, also der, den Pünktchen auf der Karte. Jetzt bin ich unsicher, ob das wirklich war. Ich hatte schon mal das hier, dass ich hier lang gelaufen bin und dann kam ich an der Klippe an und weiter ging's nicht. Aber es sieht gut aus. Ja, super. Geh weg. Was ganz dringend zu tun. What is it? Retrieve the property you lost. Could you? Thanks be to Freya. Where'd you find it? Northern part of the isle, near the Whale Cemetery. Don't ask me how it got there. Long story. At any rate, don't need to worry about the thieves. They won't steal ever again. Der Mir kommt gar nicht an mir vorbei. Sure as hell earned it.
and I'll add a bit more from myself. If Kul'yu'd not been found, I'd have had to wash the shame away with my own blood. Abgeschlossen. War jetzt nicht so spektakulär. Mal gucken, was es gibt. Quest complete. Das freut mich immer sehr. Oh, 5 Punkte habe ich bekommen. Hm. 20 Crowns. Das war natürlich voll die dicke Mission hier. Also auf dieser wunderschönen Brücke. Nee, das geht nicht. Die ist hässlich. Hier kann man nicht stehen bleiben. Am Anfang dieser wunderschönen Brücke werde ich mich wieder mal von euch verabschieden. Ich habe schon vorhin erwähnt, es war wunderschön, mal wieder Witcher zu spielen. Ich weiß nicht, wann ich wieder spiele, vielleicht am Wochenende, vielleicht unter der Woche, also ich versuche es wirklich, Montag bis Freitag, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr, danach übertrage ich es auf YouTube, dann ist es meistens um 16, 17, 18 Uhr da, in voller Qualität, es ist meistens schon recht früh da, das Video bei YouTube, aber dann nur in 360p, also immer warten ein bisschen, bis es in guter Qualität ist. Wie gesagt, 17, 18, 19 Uhr rum ist dann bei YouTube und ich versuche dann immer Montag bis Freitag 12.30 Uhr auf Twitch zu übertragen. Es kommt öfter mal was dazwischen, ich schaffe es leider nicht immer. Ihr werdet sehen und ich freue mich wieder, dass wieder Leute zugeschaut haben und ich freue mich natürlich auch auf die ganzen lieben YouTube-Zuschauer. Also, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play mit Mirko K.